Hallo. Hallo. Du arbeitest für Interreg, oder? Ja, ich arbeite für Interreg IVA. Dein Name ist? Ja, mein Name ist Binete und ich arbeite für das Programm Interreg IVA Großregion. Mhm. Und das ist ein Programm, das unterstützt die regionalen Projekte, also in der Großregion. Und das heißt dann Saarland, in Deutschland Saarland, Rheinland-Pfalz. Mhm. Belgien, mhm. also die französische, die wallonische Teil mhm. französisch und DGB, also Deutsche mhm. Gemeinschaft Belgien mhm. und dann auch Lothringen mhm. in Frankreich und Luxemburg natürlich. Genau. Ja. Tu parles français aussi. Mais je parle français, naturellement le programme est bilingue, hein, comme c'est un programme qui réunit beaucoup de pays, ouais. donc frontalier, ouais. En Allemagne je parle allemand, je suis allemande d'origine sénégalaise. Je parle français aussi et je comprends le luxembourgeois et donc c'est vraiment polyglotte. C'est vraiment polyglotte hein, et anglais. Ben, ça fonctionne ça très fonctionne bien. Je dirais que ça fonctionne très parce bien. Que, ouais, souvent les gens disent bon c'est un peu difficile avec le français, l'allemand et tout cela. Mais... Non, moi je ne pense pas. Difficile certainement parce que les mentalités sont différentes, mais ouais. sur le plan de la communication ou de l'expression, ça fonctionne très 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 bien. Mm-hmm. Hein. Und wie viel seid ihr in dem Interreg-Büro? In dem Interreg-Büro sind wir 7 in Luxemburg. Ja. Ja, und normalerweise dann arbeiten mit den Partnern dann in der Großregion und das ist dann etwas. Und es ist eine gemischte Belegschaft. Wo kommen die alle her? Ist das, auch? Das ist ja gemischt. Wir haben Franzose, Deutsche, also ja. Senegal. Ja, ja. Senegal, Luxemburg. Ja. Ja, also das ist wirklich gemischt. Ja. Wir sehen uns, ne? Wir sehen uns. Allez, ciao. Adi.